Hat Boruto Sasuke konsumiert? Es gibt bisher keine konkreten Beweise dafür, dass Boruto Sasuke konsumiert hat. Es ist bekannt, dass Momoshiki Kinshiki in einer Chakrafrucht transformiert hat, um seine Fähigkeiten zu übernehmen. Sasuke ist derzeit verschwunden und wir haben keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Boruto hat sich erheblich weiterentwickelt. Wie wir daran sehen können, dass Code nicht fassen kann, wie Boruto ihn so mühelos besiegen konnte. Meine Theorie ist, dass Boruto Sasuke nicht aus einem Hunger nach Macht oder als letztes Mittel gegen Code absorbiert hat. Sein Ehrenkodex und sein Wille des Feuers würden ihm das nicht erlauben. Es ist möglich, dass sie gegen einen übermächtigen Gegner gekämpft haben, bei dem Sasuke schwer verletzt wurde und seinen Verletzungen erliegen würde. In diesem Fall könnte Sasuke Boruto aufgefordert haben, ihn zu absorbieren, um sein Andenken und seinen Entschluss zu bewahren, Sarada und das Dorf zu beschützen. Dies würde Borutos verbesserte Kenjutsu-Fähigkeiten, seine Kälte und Berechnung sowie seinen Entschluss erklären, Code zu töten, es sei denn, er vernichtet das, was zum Tod seines Meisters geführt hat. Diese Theorie habe ich auf Discord bekommen, Credits gebe ich in der Videobeschreibung. Euer SaltyamV, abonniert!